Hallo Schönheiten, willkommen zum Heilpriltag Nummer 3. Ich hoffe, ihr seid noch dabei, sonst rede ich gerade mit niemandem. Ich habe meine Produkte zusammengesucht, von denen ich denke, dass sie den Hype nicht wert sind. Ich habe Haare im Mund. Wie immer subjektiv, also nehmt mit, warum sie mir nicht gefallen. Vielleicht sind sie gerade deshalb was für euch, was so sein sollte bei Videos, weshalb ich solche Videos auch mache. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich müsste mich trotzdem jedes Mal wieder erklären. Deshalb ohne weitere Umschweife zu den ersten beiden Produkten. Sie sind von Laura Mercier. Und zwar, okay, das war wirklich ein Schocker für mich. Erstens, diese beiden Produkte sind super teuer. Eins davon ist der Tinted Moisturizer und das andere ist die Silk Cream Foundation. Beide haben einen derart guten Ruf, sowohl in Printmedien als auch online, dass ich mich dazu habe hinreißen lassen, sie zu kaufen. Das ist die Silk Cream Foundation, wenn ihr mich fragt, eine sehr pudrige Foundation. Ich weiß überhaupt nicht, warum da Luminous Finish draufsteht. Lily Pebbles hatte die letztens in einem Video erwähnt und meinte, oh, die hat so ein tolles Luminous Finish und ich dachte mir nur, wovon redet diese Frau? Ich kann das überhaupt nicht sehen. Ich war einmal, als ich die getragen habe, am MAC-Counter und da meinte sogar die super nette Mekine aus Hannover, meinte zu mir, es gibt mehr als nur eine. Jetzt könnt ihr euch fragen, welche ich meine. Sogar die meinte zu mir, dass es arg pudrig aussieht, also ich verstehe es nicht. Vielleicht braucht man dafür andere Haut, als ich sie habe. Eigentlich habe ich normale Haut, die nicht sonderlich trocken ist, aber scheinbar habe ich eine Tendenz dazu, dass Foundations super pudrig an mir aussehen. Oder es passiert das, was bei diesem Tinted Moisturizer passiert ist. Also erstmal 40 Euro für eine getönte oder über 40 Euro für eine getönte Tagespflege finde ich schon etwas viel. Auch wenn hier ganze 50 Milliliter drin sind und nicht 30. Wenn ich die auftrage, dann sehe ich aus wie so zugespeckt. Und zwar nicht so glowartig und nicht hübsch und nicht, was für eine Gesichtspflege trägt sie. Ich will sie auch haben, sondern mehr so, hat jemand Blotting Paper? Sie liegt einfach irgendwie speckig glänzend auf der Haut und ich habe auch nicht das Gefühl, dass sie einzieht und wie gesagt, vielleicht ist meine Haut ein bisschen seltsam. Das war echt ein Bummer. Also so eine teure getönte Tagespflege und ich habe schon die ölfreie Version und es sah einfach nicht gut aus. Black Track Fluid Line von MAC. Das ist so der Gel-Eyeliner neben dem von Bobbi Brown und eins von den Produkten bei MAC, die man sich kaufen sollte. Mag ich nicht so gern, weil ich das Gefühl habe, er wäre nicht sonderlich deckend. Es ist auch so, dass ich da ewig einen Pinsel für gesucht habe, der mir wirklich damit gefällt und das war dann nachher so dieser ganz dünne Malerpinsel. Damit konnte ich erst damit klarkommen und es war einfach, ich hatte so oft Schwierigkeiten damit, dass ich nicht irgendwie den einmal aufmachen konnte und wusste, wenn ich das jetzt kann, dann sieht es auch gut aus, sondern dann musste ich da wieder drüber gehen. Dann ist er da nicht gut getrocknet und hat wieder, keine Ahnung, ist an der Wimpernzange abgekommen oder so. Nicht mein Fall. Aber meiner ist auch schon eine ganze Weile alt. Es kann sein, dass ein frischer sich da anders verhält. Kiehl's Creamy Eye Treatment. Das ist ein Produkt, das ich seit Jahren angeschmachtet habe und ich habe es mir irgendwie nie gekauft. Dann habe ich es doch getan und zwar nach Weihnachten und zwar im Oberpollinger in München. Und ich dachte übrigens immer, es heißt Oberpollinger. Ist das nicht peinlich? Oh nein, Schande über mein Haupt. Ich muss sagen, das ist ein sehr freaky Produkt. Früher mal, als ich im Counter war, hat man mir das so auf die Hand gerieben. Ein anderes Mal davor, als ich es doch unbedingt haben wollte, aber es mir nie gekauft habe. Hat man mir das auf die Hand geschmiert und meinte dann, fühlst du, wie es auf einmal wässrig wird? Und dann habe ich so geschmiert und meinte, nee. Und dann hatte ich schon so Angst, dass meine Sensibilität da so ein bisschen abartig schlecht ist. Aber jetzt, seit ich sie habe am Auge, kann ich es bestätigen, wenn man sie verreibt, dann wird sie wässrig. Und das ist auch genau der Punkt, der irgendwie nicht so toll ist, weil ich es sehr schwierig finde, sie zu verteilen. Ich habe das Gefühl, ich muss richtig an meinem Auge ziehen. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass das so eine grandiose Pflegewirkung hätte. Vielleicht, wenn ich sie regelmäßig über Monate getestet hätte, wenn ich nicht so genervt von diesem Verreiben gewesen wäre, dann wäre das die ultimative Augencreme. Aber wisst Bescheid, wenn ihr jemand seid, der nicht gerne am Auge herumzuppelt, dann ist das hier nichts für euch. Das nächste wäre der Bobbi Brown Corrector. Das ist ein Produkt, was man unterm Auge für Augenschatten benutzt und dann oben drüber nochmal einen Concealer gibt. Ich fand, der ließ sich so schlecht verteilen und an mir hat man sofort gesehen, dass ich da was aufgetragen habe. Also man sah so richtig so die Hautstruktur. Ich finde den bei mir, weil ich nicht so ölige Augen habe, sondern eher so eine trockene Augenpartie, finde ich den irgendwie ungeeignet für genau den Gebrauch. Clinique Bottom Lash Mascara, die gehypte Mascara von Clinique neben der normalen High Impact. Ich habe sie mir gekauft, weil ich super neugierig darauf war, weil sehr viele Leute davon reden. Das ist so eine Mascara mit einem richtig mini kleinen Bürstchen und die soll überhaupt nicht schmieren und einfach grandios sein.
Ich komme damit überhaupt nicht klar. Ich kriege meine unteren Wimpern damit nicht getuscht. Ich weiß nicht, ob sie zu klein ist oder ob ich mich irgendwie zu blöd anstelle, aber irgendwie hatte ich erwartet, dass das perfekt ist. Meine unteren Wimpern sind aber auch relativ lang. Vielleicht liegt es daran. Es hat einfach nicht funktioniert. Ansonsten, als ich sie drauf hatte, habe ich nichts Schlechtes bemerkt, aber ich hatte sie nicht so oft drauf, weil ich sie nicht drauf bekommen habe. Shiseido Foundation Pinsel, dieser abgeschrägte Mini-Kabuki. Man kann damit nicht so gut kreisende Bewegungen machen und damit irgendwie im Gesicht arbeiten, weil er einfach abgeschrägt ist. Also man bleibt dauernd auf dem Weg nach oben wieder hängen. Und ich finde ihn eigentlich auch zu klein, als dass man damit gut so ein bisschen großflächiger arbeiten könnte. Weil er auch so dick gepackt ist, kann ich zumindest die Foundation nicht so gut dann verteilen. Ich finde ganz ehrlich, so ein Round Top Kabuki von Sigma, der macht seinen Job besser als der hier. Chanel Nagellacke ist wahrscheinlich ein bisschen wie ein totes Pferd prügeln, weil sich, glaube ich, alle einig sind, dass die Qualität nicht so gut ist. Was da so immer dran zieht, sind die Farben. Wenn ihr einen haben wollt, dann seid euch bei der Farbe ganz, ganz sicher. Zu Paradoxal zum Beispiel sind haufenweise Dupes nach einer Weile rausgekommen. Also vielleicht habt ihr Glück und ihr findet einen Dupe oder ihr findet kein perfektes Dupe und habt dann einen LE-Nagellack verpasst. Kommt es natürlich darauf an, was für ein Nagellack-Junkie man ist. Ich finde, Chanel hat ein gutes Talent dafür, tolle Farben auf den Markt zu bringen. Die Qualität ist einfach. Es kann nicht sein, dass ich über 20 Euro für einen Nagellack bezahle, der dann splittert. Mein Problem ist, ich kaufe sie trotzdem. Also wegen der Farben. Das ist, da muss ich irgendwie dran arbeiten. OPI-Nagellacke sind auch so ein Ding. Ich finde, bei OPI ist es schwierig, irgendwie eine konstante Konsistenz zu haben. Manche sind super wässrig, andere sind richtig dick, manche sind super deckend, andere dafür überhaupt nicht. Und da man das vorher nicht so richtig weiß, also deshalb habe ich eingestellt, OPI-Lacke zu kaufen. Ich mache das nur noch, wenn eine Farbe mich so richtig flasht. Ich weiß nicht, ob mittlerweile vielleicht die Textur auch da geändert wurde. Dafür habe ich zu lange schon keine OPI-Lacke mehr gekauft. Es gibt auch coole Farben und es gibt auch gute Texturen, aber ich finde, das ist so unsicher und ich möchte dafür auch nicht mehr 16 Euro ausgeben, wenn ich wirklich nicht weiß, wie es dann am Ende auf meinen Nägeln aussieht. Und mittlerweile kaufe ich sehr, sehr gerne Essie-Nagellacke, weil ich mir bei den allermeisten Farben sicher sein kann, dass sie gut decken und dass sie eine gute Qualität haben und dass sie streifenfrei sind und dass sie keine großartigen Bläschen schlagen. Caudalie Vinosource SOS Serum. Ich habe keine super trockene Haut. Leute, die das gehypt haben, haben super trockene Haut. Vielleicht mag ich es deshalb nicht. Ich finde schon, es ist gut. Es erledigt seinen Job auch und es spendet Feuchtigkeit. Und wahrscheinlich sollte ich es irgendwann mal aufbrauchen, weil es ist schon fast halb leer. Ich habe es auch viel benutzt und ich mochte es auch. Also es hat schon gut Feuchtigkeit gespendet. Ich will jetzt nicht dieses Produkt schlecht reden, aber ich finde nicht, dass es den Hype wert ist, weil die Leute reden darüber, als ich weiß nicht, hätte das Hände und Füße und würde nachts noch die Wohnung staubsaugen, während man schläft. Als würde das nachts Fett verbrennen und man hätte dann morgens die Size Zero. Ich verstehe es nicht so ganz. Und deshalb finde ich nicht, dass das den Hype wert ist. Ich finde zum Beispiel das Advanced Night Repair von Estée Lauder, das hat bei mir einen richtig sichtbaren Effekt und da merke ich es auch, wenn ich es weglasse. Und da finde ich auch, der Hype ist gerechtfertigt. Aber bei dem hier. Vielleicht habe ich auch einfach die falsche Haut. Es ist gut, aber es ist nicht so grandios, wie alle sagen, wenn ihr mich fragt. Armani Luminous Silk Foundation. Darüber bin ich auch sehr traurig. Das ist eine Foundation, die sich überhaupt nicht mit meiner Haut verbindet. Und auch da erkenne ich nicht ganz, warum sie so luminous sein soll. Und ich fand, sie lag richtig schwer auf der Haut und hatte wirklich gar kein gutes Hautgefühl. Und ganz ehrlich, dafür ist sie einfach zu teuer. Es gibt auch Leute, die sagen, Armani macht die allerbesten Foundations. Ich finde, diese hier gehört nicht dazu. Ich habe sie mir damals auftragen lassen und ich fand sie eigentlich ganz gut, aber dann so richtig beim Gebrauch zu Hause war das nicht so der Hit. Bleiben wir vielleicht gleich mal bei Armani. Die Eyes to Kill Mascara, auch wieder eine von den Mascara und der Topseller bei Armani, hat eigentlich ein recht klassisches Bürstchen und wenn ihr mich fragt, ist das keine besondere Mascara. Sie hat ganz normal meine Wimpern bedeckt. Der Schwung war nicht sensationell. Das Volumen war ganz okay. Die Länge war jetzt nicht so der Burner. Also alles in allem war sie ganz gut, aber für mich nicht so bombastisch. Ich habe gerade Wimpern, ich habe störrische Wimpern. Ich hätte gern was, was da irgendwie den Schwung hält und
Es gibt, um ehrlich zu sein, günstigere Mascara, die ich besser finde. Die letzten beiden. Beides sind so, beziehungsweise beide habe ich benutzt als Setting Sprays. Das eine ist das MAC Fix Plus. Das ist auch so eins von den MAC-Produkten. Und das andere ist das Eau de Beauté von Caudalie. Das hier habe ich früher mal sehr häufig benutzt und eine Weile lang gar nicht. Ich finde es sehr schwierig, da irgendwie, wenn ich noch kein Mascara drauf habe und dann sprühe ich MAC Fix Plus drauf, dann kann ich die nicht mehr so richtig biegen, weil die komisch verkleben. Dann habe ich es irgendwann wieder hervorgekramt und habe es dann wieder benutzt und ich sah so glänzend aus. Ich habe so arg geglänzt. Mich hat sogar eine Kommilitone drauf angesprochen, die meinte, was hast du getan? Du siehst sehr, sehr ölig aus. Und ich kriege da irgendwie kein gutes Maß hin. Ich finde, der sprüht nicht so, dass da einzelne... Nee, der sprüht nicht, dass da ein schöner Sprühnebel rauskommt, sondern so, dass da irgendwie so einzelne so piu, piu, Sachen rauskommen, die einen dann so befeuern. Caudalie Eau de Beauté. Ich habe mit diesem Produkt exakt zwei Probleme. Und zwar das, was ich früher in meinen Favoritenvideos auch so toll fand, dass das so richtig schön so ein Glow gegeben hat. Ist mir so ein bisschen zum Verhängnis geworden, weil ich manchmal das Gefühl habe, es ist doch zu viel. Und ich habe auch das Gefühl, die Haut trocknet nicht so gut. Und wenn ich es als Gesichtswasser benutze, was ja auch super viele Leute ganz toll finden, dann habe ich das Problem, dass es arg in meinen Augen brennt. Und man soll die Augen ja auch schön zumachen, wenn man das benutzt, aber irgendwann muss ich meine Augen auch wieder aufmachen und dann brennt es auch wieder und dann frage ich mich manchmal, ob das so gut ist. Da schwimmen Stückchen drin rum. Soll das so? Vielleicht sind sie weg, nachdem ich es geschüttelt habe. Also es ist nicht direkt ein Produkt, das ich jetzt verteufle und was ich nicht mag, sondern ich habe da so ein bisschen Probleme mit. Und vielleicht könnt ihr mir erzählen, was für Haut ihr habt und was für Foundations ihr tragt und worüber ihr das dann praktisch benutzt, weil dann gebe ich dem definitiv nochmal eine Chance. Das war's von mir. Das ist mein Products Not Worth the Hype Video. Ich habe noch mehr. Falls ihr außerhalb des Hype-Prills noch so ein Video sehen wollt, dann schreibt es mir. Ansonsten verlinke ich euch hier das Drogerie-Hype-Prill-Video. DM, Hype-Prill, Tag 1, DM-Raubzug-Video vom Tag 1. Oh mein Gott. Okay, und dann kommt auf diese Seite hier das gestrige Video, und zwar der Vergleich von den Naked-Paletten miteinander. Und das, was morgen kommt, das setze ich mir jetzt einfach aufs Gesicht. Das verlinke ich euch mitten in mein Gesicht. Und ich hoffe, es macht euch noch Spaß. Ich habe eindeutig noch Spaß. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder, was ich sehr schön finde. Bis morgen. Tschüss.